Allô, allô, allô? Ich glaube, ich bin wieder da. Oh Mann, hi. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange OBS meinte, mal nicht streamen zu müssen. Wie lange war ich etwa weg für euch? Zwei, drei Minuten, okay. In Vorbereitung auf den Hyperschlaf wurden an der gesamten Crew durchgeführt, einschließlich der Schiffsleiter. Der sollte von vorne kommen. Du brennst. Junge, lass mich los. Dein Ernst, ja? So. Ich war eigentlich auf der Suche nach einer Speicherkarte. So, ich greife mir erstmal wieder das Zeug ab, was hier drin ist. Bin ja froh, dass das meiste angekommen ist. Ich musste den Stream tatsächlich jetzt einmal unterbrechen und das Programm neu starten, mit dem ich streame. Weil es sich nicht mehr mit dem Internet verbinden wollte. Also, das war noch nicht mal das Problem vom Rechner, das war alleine OBS. So, hiermit kann ich nichts machen. Liegt hier noch irgendwo was, was ich mitnehmen kann? Nein. Dann konnte man eben meine heldenhafte Aktion gar nicht sehen, wie ich hier schön hinter dem Stuhl gehockt habe und dadurch das Alien komplett avoided habe. Das wird noch kurz. Ah, wunderbar. Nehmen wir den Stuhl einfach nochmal. Der Stuhl ist ein Betrüger. Ein fieser, fieser Betrüger. Vorsorgeuntersuchungen in Vorbereitung auf den Hyperschlaf wurden an der gesamten Crew durchgeführt. So. Weil ich in dem Moment ja sogar noch Flammenwerferöl hatte. Ich einfach feuern können. So. Thank you.
So, das Zeug schön einteilen. Ah, da ist doch die Sp Oh. Da brauche ich natürlich den Zugangscode. Den kriege ich. Und den kriege ich natürlich hier hin. So. Gut, dass ich jetzt nicht angegriffen werde. Da ist er. 1984. Ah, oh, vertippt. Nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den orbitalen Notfallkoordinator. So, hab ich da auch geschafft. So. So. Hallo? So. Halt die Fresse. Nein. Vorsorgeuntersuchungen in Vorbereitung auf den Hyperschlaf wurden an der gesamten Crew durchgeführt, einschließlich der Schutzkatze. So.
Hab ich ja gerade ausgebeutet. Quatsch. Orbitalstabilisatoren ausfallen. Station verlassen. Station verlassen. Ich war noch im Menü. Ich kann gerade meinen Flammenwerfer nicht abfeuern. Ich muss noch den Androiden ausnehmen. Der hält irgendwie zu viel aus. Danke. Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihren Notaufsichtssynthesen. Speichere jetzt einfach nochmal, damit ich diesen Synthet nicht die ganze Zeit töten muss. So. Orbitalstabilisatoren ausfallen. Station verlassen. Station verlassen. Also ich muss sagen, bisher ist Mission 17 echt eine Bitch. Station evakuieren. Dies ist keine Übung. Oh nein, ich kann den Zugangscode nicht eingeben, bevor ich das nicht einmal mir da angeguckt habe. Was total dumm ist.
Warum genau hat er mich jetzt trotzdem angegriffen, nachdem er etwa 50 Einheiten Öl abgekriegt hat? Oh Mann. Ja, du kannst solche Reaktionen übrigens einfach klippen, ne? Also es gibt unten unter dem Stream so ein ein Clipboard heißt es, glaube ich. Da kannst du dir deine Lieblingsmomente einfach als kleinen Clip rausschneiden. Das war die falsche Waffe. Warum hast du jetzt auf einmal den Elektroschocker ausgewählt? Sekunde. So. Müsste unter den Metallstabilisatoren ausfallen. Station verlassen. Station verlassen. Ich guck gleich selber mal. Station evakuieren. Dies ist keine Übung. So, 384, wie immer. So, Sekunde. Ich sehe gerade, dass meine Kamera nicht mehr an ist. So, da bin ich auch wieder. Upsala, nein. Schon so dran gewöhnt, Speicherstand laden zu wollen. Komm. Ja, du kannst gerne mal nachschauen, wo du's, ob du es findest. Wenn nicht, dann halt nicht. Auf ihrem Notaufsichtssitz.
Der soll sich verziehen. Finde ich mich gar nicht cool, dass der mich hier so auffällt. Xenomorph Cosplay könnte auch witzig sein. Ja, definitiv, wenn du es ordentlich hinbekommst. Amanda wippt hier jetzt auch schon vor und zurück. So. Ah, endlich noch speichern können. Taschenlampenbatterien. Elektroschockerladung, auch interessant. Ah, durch den Gang bin ich vorhin schon gelaufen. Flammenwerferöl. Beste, was es im Spiel gibt, Flammenwerferöl. Ich glaube, Origin hat sich gerade gemeldet im Hintergrund. Es gibt hier drin aber keinen Ausgang für den, oder? Die Schlüsselkarte habe ich nicht. Endlich mal vernünftig reagiert hier. Schlüsselkarte. Och komm!
Ich. Ist das fies. Der nimmt mich ganz schön auseinander. Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihren Notaufsichtssystemen. Hart. So. Ja, alles direkt neben mir. Hi, Schnuggel. Oder so? Das ist schon anstrengend. Sagte nicht jemand, die Kapitel werden besser? Das ist er ja. Nicht vom Schwierigkeitsgrad redet. Ich rede ja nicht vom Schwierigkeitsgrad. Das hier ist ja nicht Schwierigkeitsgrad. Das ist einfach nur nervig. So, hier will ich rein. Orbital
Oh no, scary. Station evakuieren. Oh nein, ich weiß, wo der Generator steht. Ah, ist das schön. Nicht. Vorsorgeuntersuchungen in Vorbereitung auf den Hyperschlaf wurden an der gesamten Crew durchgeführt. Orbitalstabilisatoren ausfallen. Station verlassen. Station verlassen. Ich muss noch ein paar meiner Gerätschaften aufbauen. Ist das toll! Vorsorgeuntersuchungen in Vorbereitung auf den Hyperschlaf wurden an der gesamten Crew durchgeführt, einschließlich der Schiffskatze auf Drängen der Ingenieurin. Alle im grünen Bereich. Station verlassen. Eben nach der abgegebenen Bericht beschrieben. Ich muss noch ein paar meiner Gerätschaften. Yay! Was ist das toll? Was hat mein Rechner jetzt für ein Problem? Ist das Spiel gerade echt abgestürzt? Lass mich auf den Arm nehmen. Runtime Error. Spiel ist abgeschmiert. Yay! Oh Gott, das ist doof. Was denn? Ist blind? Was ist denn meine Verknüpfung? Ich doof? Ich finde die Verknüpfung nicht. Geil. Dann halt über Xbox Game Pass. OB. Ah, doch. Wer sieht es? Okay. 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 Komm. Und hier so. Ich hab voll Spaß. Ach ja, komm.
Spiel fortsetzen. Untersuchungen in Vorbereitung auf den Hyperschlaf wurden an der gesamten Crew durchgeführt, einschließlich der Schiffskante auf der Rechte alle im grünen Bereich. Orbitalstabilisatoren ausfallen. Station verlassen. Eben Station verlassen. Im Bericht beschrieben. Ich muss noch ein paar meiner Gerätschaften aufbauen und alle Systeme hochfahren. Aber ansonsten sind wir startbereit. Reicht dem nicht, oder was? Falsche Taste! Falsche Taste! Linke statt rechte Maustaste, weil man mit dem Ding erst zielen muss. Danke, Lia, danke. Wie oft höre ich jetzt schon diese Nachricht, ne? Das muss natürlich genau da aus dem Schacht kommen. Ich mach das Spiel auch absichtlich. Thank you.
Gut, auch Zeit, dass das funktioniert. Hallo? Danke. Ich hoffe, ich bin wieder da. OPS mag das Spiel schon aber auch nicht mehr sehen. Und hakt sich die ganze Zeit. Ich weiß nicht wieso. Warum stockt das Bild so hart? Hallo? Hallo? OBS, hörst du bitte auf zu sterben? So, mein letzter Versuch noch für heute Abend, glaube ich. Ich hatte den Hebel eben nicht gezogen, das war das Problem.
Der zählt nicht. Noch ein. Noch ein. Noch ein Versuch. Machen das jetzt einfach so. Und vor allem muss ich diesen Weg gleich nochmal zurück. Warum? Was? Boah, das war's. Ich habe echt keine Lust mehr heute. Oh Gott. Ist das eine Drecksmission? Eine furchtbare Drecksmission. Keine Lust mehr. Hallo Lia, du hast nichts verpasst. Das ist okay, dass du Stopp brauchtest, aber du hast nichts verpasst. Ich habe auch keine Lust mehr, das heute zu Ende zu bringen. Ich wollte es eigentlich zu Ende machen, aber diese Mission ist so für... Naja. Wer auch immer online schreibt, ja, die letzten Missionen sind die besten. Oder welche der besten aus dem Spiel. Schwachsinn. Also, totaler Schwachsinn. Ja, die Ressourcen sind so limitiert, dass es auf so engem Raum, dass du kaum ausweichen kannst. Und die AI hilft auch nicht.
wer auch immer da online schreibt, dass das gut sein soll. Er hat keine Ahnung. Also, ich weiß nicht. Das ist ja jetzt Mission 17, die vorletzte Mission aus dem Spiel. Wenn du mir sagst, es hat 18. Ja, hier unten steht noch Mission 17. Wer kann bei klarem Verstand behaupten, dass das gut ist? Also ich meine das vollkommen ernst. Das ist wirklich frustrierendes Game Design. Meiner Meinung nach nicht gut. Wer auch immer sich dachte, ja, komm, machen wir so. Wir geben dem keine Ressourcen. Wir lassen ihn auf engstem Raum mit dem Vieh rumlaufen, was an jedem seiner Punkte einfach rausschlüpfen kann, während er da Sachen erledigt. Hat dieses geskriptete Springen aus dem Flur da in den Raum. Aber das ist geskriptet. Das Vieh ist vorher woanders und springt dann da in diesen Raum rein, in einer für das Vieh selber geskripteten Szene. Deswegen kann ich es auch nicht direkt mit Feuer angreifen, sondern muss einen Moment warten, weil sonst ist es noch in seiner Cutscene drin und kriegt keinen Schaden davon und haut mich dann kaputt. Dann muss ich diesen Dreckshebel einmal runterziehen, einmal quer durchlaufen, bis dahin, wo ich vorher die Schlüsselkarte geholt habe, wo ich dann von da aus ja zu dem Raum laufen musste, muss den Hebel ziehen, muss wieder zurück den Generator aktivieren und dann nochmal zurück. Wer hat sich gedacht, dass das gut ist? Wer hat sich gedacht, dass das Spaß macht? Ich begreif's nicht. Ich meine, ich schau gerade auf die Uhr. Ich habe hier unten ja stehen, da. Der Speicherstand ist von 22.22 Uhr. Ich versuche seit über 20 Minuten, diesen scheiß Gang runterzukommen. Seit 20 Minuten will ich einen Hebel ziehen und zum Generator laufen. Ich war bisher nicht am Generator. Dann ist es nur noch frustrierend. Vielleicht gibt's einen Trick. Verrat ihn mir. Weil, so wie ich das bisher sehe, gibt's keinen Trick. So wie ich es bisher sehe, wird von dir klar verlangt, lauf viermal diesen Gang hoch und runter, indem ich das Vieh jederzeit angreifen kann. Das sind insgesamt drei Versteckmöglichkeiten, die sind an den zwei Speicherpunkten und einer mitten in dem Gang. Und aus diesem mitten im Gang hat es mich vorhin einfach rausgezogen, nachdem ich da gut 2 Minuten gehockt habe, es war komplett dunkel, es hat mich da nicht reingehen sehen. Es ist straight dahin und hat mich rausgezogen. Und getötet. Du brauchst das heute nicht mehr zu googeln, ja? Ich habe heute keinen Bock mehr auf das Spiel. Ich bin... Ganz ehrlich... Wenn ich das zu Ende bringen will, muss ich mir noch mal eine richtig gute Ruhepause davon gönnen. Dieses Spiel war der Grund, warum ich länger nicht gestreamt habe und ich weiß auch wieder warum. Ich habe heute ja an sich 3,5 Missionen komplett gemacht. Ich habe sehr frustriert von dem Spiel und Mission 17 ist nochmal frustrierender als alles andere. Ich schnapp mir die Tage nochmal Persona, dann wird das gestreamt, das ist nicht so frustrierend. Ich bedanke mich bei allen fürs Zusehen, es mit mir aushalten, dieses Spiel zu spielen. Und UPS-Krippereien heute auszuhalten. Ich habe vorerst keinen Bock auf Alien und das
da noch was kommt, naja. Wenn ich irgendwas finde, dann. Mal schauen, aber. So ist das erstmal nicht wertvoll. Es ist nur frustriert und nichts zurückgibt. Also ja, kann sein, dass die letzte Cutscene ganz am Ende so ober toll ist und du denkst dir, wow, jetzt bin ich voll happy, dass ich gut 20 Stunden inzwischen durch enge Schächte gekrabbelt bin. Nur um wieder und wieder und wieder frustriert zu werden von einem überpowerten Vieh, das nur von Feuer kurz abgelenkt wird, das in Schrotkugeln einfach reinläuft, kurz zurückschreckt und dann wieder charged. Ja, gut. Es ist sehr frustrierend. Ich werde es versuchen, zu Ende zu bringen, aber nicht heute. Auf keinen Fall heute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank fürs Mitaushalten. Und bis demnächst.